Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder hier? Und heute testen wir mal ein etwas anderes Team, denn normalerweise nimmt man immer ein metagerechtes Team mit einem metagerechten Leader. Was heißt das? Mit irgendeinem Neo-God-Leader, Rainbow-Leader, Villains-Leader, Heroes-Leader oder Kategorie-Leader und in dem Fall dann ihre Teams und macht die Stages, die Dokkan-Events, weil ihre Leader-Skills, ihre Boosts wirklich sehr gut sind. Aber es gibt natürlich auch den ein oder anderen Charakter, dessen Leader-Skill auch durchaus interessant ist. Und dazu gehört zum Beispiel der Free-to-Play Uyegoku. Denn er ist der Leader der Universe Survival Saga. Er gibt diesen Charakteren Ki plus 2 auf HP-Haltung und Death 30%. 30%, das meine ich damit, dass es überhaupt kein Vergleich ist zu den metagerechten Leadern. Aber mich hat trotzdem die Tage interessiert, ey, schafft überhaupt so ein Team ein Dokkan-Event? Und das Ganze werden wir an der Stelle testen. Nun, erstmal ein, zwei Sachen außen vorweg. Wir sind in dem Dokkan-Event von Vegito Blue. Ich wollte kein neuestes Dokkan-Event nehmen, weil sie wirklich schwer sind. Sei es von den 120% Leader- oder Kategorie-Leadern. Das ist wirklich schwer, mit so einem Team dahin zu gehen. Ich wollte aber auch dann kein altes nehmen, wo es dann quasi leicht ist, bzw. machbar ist. Sondern ich wollte ein Mittelmaß finden. Deswegen dachte ich mir, okay, wir nehmen das von Vegito Blue. Es ist weder ganz neu, weder ganz alt, sondern in der Mitte. Und um fair zu bleiben, und unseren Friend dürfen wir aussuchen. Und an der Stelle habe ich LF Vegito Blue genommen. Er gibt Heroes, Ki plus 3 auf jeden Attribut. 70% in dem Universe Survival Team sind ja alle Heroes. Somit kommen wir auf durch den Boost beider Leader auf Ki plus 5 insgesamt, auf jeden Attribut 100%. Warum sage ich, um fair zu bleiben, hätte ich jetzt noch einen Uyegoku als Friend genommen, die hätten Double 60% auf jeden Attribut und das wäre selbst für so ein Event, das wäre echt schwer. Deswegen an der Stelle, um fair zu bleiben, haben wir uns wirklich eine sehr starke Unterstützung genommen, ich weiß, aber ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen, beziehungsweise werden wir dann auch demnächst sehen wahrscheinlich, dass wir so eine Unterstützung auch brauchen vor allem, denn wir haben ja 136.000 Leben. Mehr oder weniger, ja. Also normalerweise haben wir wirklich sehr viel mehr Leben, aber ich bin dennoch gespannt, ob sich dieses Team hier durchschlagen kann und ein Dokkan-Event gewinnen kann. Sei es kein neues, weil es zu schwer ist, ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Sei es kein altes, weil es dann machbar wäre, denke ich. Zum Beispiel das Event von Beerus oder so. Sei es ein Mittelmaß. Ein fairer Mittelmaß, das wollte ich nehmen quasi an der Stelle, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen sind wir beim Vegito Blue Event. Und, nice Dodge, haben eine starke Unterstützung. Aber wie gesagt, ein Friend dürfen wir aussuchen, der steht immer zur Verfügung, wenn der Friend zum Team passt. Ich hoffe, ihr könnt da ein Auge zudrücken. Ja, wir sehen schon, der Friend ist in dem Fall eine gute Unterstützung, aber selbst dann hat er nicht mal geone-shotted und das sind wir eigentlich gewohnt von LRW G2 Blue. Anyways, so viel dazu, jetzt gucken wir uns mal, wie das Team sich macht. Bis jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich werde darauf achten, dass ich diese Rotation behalte mit Kayle und Kalifla, denn sie linken sich sehr gut, sind bei mir auf SA10 und im Dupe-System gut vorangebracht. Na ja, gut nicht, aber ein bisschen investiert habe ich in beide und deswegen wird die Rotation auf jeden Fall erstmal so bleiben, wie sie ist. Let's go. An der Stelle, Leute, wenn euch das Ganze gefällt, ja, mal, ich wollte nicht, keine Ahnung, mich hat es die letzten Tage interessiert, ob sich so ein Team auch wirklich mal ein Dokkan-Event schafft, wirklich ein Dokkan-Event. Wenn euch das auch interessiert, euch gefällt bis dahin, bis jetzt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Jede Unterstützung zählt an der Stelle und über jede Unterstützung bin ich auch natürlich glücklich und froh. Waren das drei Additional Ultis gerade? Ich glaube ja. Also Kay will jetzt zeigen, was sie drauf hat. Sehr cool. Was macht Kalifla? Okay. Ja, Typennachteil. Typennachteil, klar, okay. Alles gut. Kaba hat ihn fast rausgenommen. Das wäre cool. Gut, dann machen wir das Ganze mal so. Zack, die zwei Fusionen hatten wir in einer Rotation. Habt ihr schon wahrscheinlich gemerkt. Und, die zwei Wifeys, Kalifla und Kayle in der anderen. Köffler sollte das auf jeden Fall beenden hier. Yes, nice. Sehr gut. Auf zur nächsten Runde, let's go. Und zwar, ab jetzt kämpfe ich gegen physisch Vegito Blue. Interessant. Ich werde Kayle immer versuchen, dahin zu stellen, wo sie keinen Angriff bekommt. Denn wenn sie ultet, bekommt sie minus 30% auf ihre Verteidigung.
Kalifla auf der anderen Stelle bekommt 30% plus 30% auf ihre Verteidigung, wenn sie ultet, und sie hat ja auch noch ihre Dodges zur Verfügung durch ihre Passive. Deswegen an der Stelle so. Fitbu, ich nenne an der Stelle Fitbu, er ist eigentlich Majin Buu Shape Up, aber ich hoffe, wir können uns auf Fitbu einigen. Er ist gar nicht mal so schlecht. Er macht Supreme Damage, bekommt 80% durch seine Passive, weitere 40% auf den Angriff und auf die Verteidigung für 7 Runden. Also, um es festzuhalten, 80% Angriff auf so immer fix, 80% Angriff immer fix. Und weitere 40 auf Angriff und Defense für 7 Runden. Einen Balken haben sie rausgenommen. Nicht. Oh, Dodge das? Nein, kein Dodge. Das wird wehtun. Dodge doch irgendwas. Shit. Oh Mann. Ihr seht schon, wir bekommen weitaus viel, viel mehr Schaden als in jedem anderen Team. Fitbu, seine Ulti sieht nice aus. Fitbu, seine Ulti sieht nice aus. Okay, wir haben es überlebt. Sehr gut, wir haben es überlebt. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut und sehr wichtig vor allem. Gut, müssen wir auf jeden Fall nochmal healen. Und die ganzen aufbekommt unsere Wifi an der Stelle. Let's go. Let's go. Ganz klar, Vegito Blue wird ja den meisten Schaden machen im Team. Ohne jegliche Frage. Das ist dann wirklich ein guter Unterstützer und quasi, ja. Unser Joker in dem Team, um ehrlich zu sein. Aber soll nichts Falsches heißen, ja. Ist ein Friend, wie gesagt, für ihn zugänglich. Wenn ihr ihn sieht, dann nimmt ihr ihn auch. Let's go. Auf zur Finalrunde. Auf zur Finalrunde. Oh, hier bekommen wir viele Angriffe, aber. Wir aktivieren Icarus auf jeden Fall. Ich vertraue zwar auf Kaliflas Dodges. An der Stelle wird sie wahrscheinlich gar nicht dodgen. Wirklich gar nicht dodgen, weil ich das gerade gesagt habe. Macht nichts, falls nicht, haben wir Icarus aktiviert. Bekommt für 2 Runden 35% weniger Schaden. Das spricht dann auch für uns. Nice Dodge Nummer 1. Okay, leider ein Dodge nur. Wenn sie nochmal sieht ihr nur ein Dodge, schade. Egal, jetzt erhöht sie ihre Verteidigung 30%, das ist wichtig. Ah, leider habe ich von weder von Kalifa oder Kay, glaube ich, einen Crit gesehen. Das würde ich mal gerne sehen. Ich hoffe, irgendjemand schickert das noch von den beiden. Und. Also, Kay sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Sie bekommt 100% auf ihren Angriff. Macht garantiert eine Additional Attack mit einer hohen Chance, dass es eine Ulti wird. Bekommt aber, wenn sie ultet, 30% weniger Verteidigung. Und in dem Fall sollten das eigentlich minus 60% sein. Jetzt, weil wir jetzt zweimal geultet haben. Theoretisch. Aber wir haben gesehen, sie hat auf jeden Fall viel Schaden bekommen. Gut, 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 gut. Ja, und solange, glaube ich mal, Vegito Blue auf seine Ulti kommt, ist halt Schachmatt. Gucken wir mal, ob das der Fall sein wird. Lego. So. Bin gespannt. Normal sollte ihn um One-Shotten. Oh, nee, okay, er hat's überlebt. Aber kann es? Kann es Käfer? AKA Käfer. Kann sie es beenden? No, ganz und gar nicht. Schade. Oh nein, bitte. Oh mein Gott. Ich habe mit weitaus mehr Schaden gerechnet. Gut, dass wir so viele physische Orbs eingesammelt haben. Beziehungsweise wir haben Icarus aktiviert. Stimmt. Gott sei Dank haben wir Icarus aktiviert. Let's go. Aber jetzt, Kalifla und Kayn sollten das beenden. An der Stelle machen wir ein kleines Risiko. Ich werde nicht healen. Ich werde nicht healen. Let's go. Wir machen ein kleines Risiko. Okay, wir bekommen Doka-Mode. Zum Abschluss noch ein Doka-Mode von Kalifla. Sie wird das Ganze hoffentlich beenden. Jetzt muss man schauen auf dem PC. Und ja, Doka kann man auch auf dem PC spielen. Und zwar mit einem Emulator. Ich benutze Nox, den Nox-Player. Aber Doka-Mode hier auf dem PC zu machen, ein bisschen. Kennt man nicht. Also ein bisschen ungewohnt, sage ich mal. Anyways, sie haben es trotzdem geschafft. Und Kalifla sollte das Ganze beenden, hoffe ich. Kalifla, Kalifla, Kalifla.
Let's go. Energy Blasts. Komm schon. Yes, nice, 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 nice. Also Leute, ich hoffe, ihr konntet mich da verstehen mit der Wahl des Friends, mit der Wahl des Dokkan-Events. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, sehr cool. Also, ich sag mal so, wenn ihr das Team mehr oder weniger habt, das bauen könnt und aus dem Vegito Blue jetzt zum Beispiel Event Medaillen braucht, dann könnt ihr das auch auf jeden Fall schaffen. Vergleichbare Dokkan-Events wären das von Rosé zum Beispiel, Vegeta Blue vielleicht, Future Trunks, Fusion Zamasu, so die... Nicht die ganz ältesten, nicht die ganz neuen, sondern die Mittelmaß Dokkan-Events, also die alten Lieder, Hero-Villains-Lieder, sag ich mal, die alten 70% Lieder. Die Dokkan-Events sollten eigentlich machbar sein mit dem Team. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat gefallen. Also wir haben es jetzt geschafft, in 10 Minuten, nicht schlecht, steht hier dran, unsere Zeit. Wie gesagt, Leute, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat, die Idee dahinter. Und wir sehen uns dann an der Stelle das nächste Mal. Macht's gut, peace.